Das Dschungelcamp ist gelaufen und der Dschungel hat eine neue Königin. So scheiße ist gar nicht Dschungler. Für mich stellt sich bei solchen Themen, wo immer Geld fließt, die Frage, wie verhält sich das Ganze eigentlich mit der Steuer? Diese Frage beantworten wir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich glaube, das Dschungelcamp kennt irgendwie jeder. Das läuft seit einer gefühlten Ewigkeit. Da gibt es so 10 bis 12 mehr oder weniger bekannte Leute, die lassen sich für 2 Wochen irgendwie in so einem Dschungel einsperren und dann gibt es da so Ekel-Challenges und so weiter. Und natürlich gibt es am Ende ein Preisgeld. Ich glaube, es gibt nur 2 Gründe, warum man an so einem Format teilnehmen sollte. Erstens die Aufmerksamkeit, wenn einem die Qualität der Aufmerksamkeit nicht so wichtig ist. Und zweitens Geld. Ehrlicherweise liegt der Schluss durchaus nahe, dass das viele Leute einfach nur machen, weil es ihnen finanziell gerade nicht gut geht und das so der letzte Weg ist, wie man nochmal ordentlich Geld kassieren kann. Und natürlich bekommen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Gage. Aber der oder die Gewinnerin bekommt am Ende auch ein Preisgeld, und zwar in Höhe von 100.000 Euro. Und für mich stellt sich da natürlich die Frage, wie verhält sich das Ganze eigentlich steuerlich? Muss darauf Steuern gezahlt werden? Ist der Gewinn vielleicht steuerfrei? Das beantworten wir jetzt. In diesem Jahr sollen die Gagen so zwischen 30.000 und 130.000 Euro liegen. Natürlich bekommen diese Prominenten oder ich will mal sagen diese Teilnehmer an diesem Fernsehformat dafür eine Bezahlung. Und je nach Bekanntheit bekommt ein Teilnehmer halt ein bisschen mehr Gage oder ein bisschen weniger. Dass dieses Geld versteuert werden muss, ist relativ logisch. In der Regel sind diese, ja, Prominenten, Schauspieler, Sänger und so weiter selbstständig. Das heißt, da wird RTL mit den Teilnehmern einen Vertrag haben und in diesem Vertrag ist die Gage geregelt. Und dann ist es auch egal, wie viel genau in diesem Vertrag steht. Für diese Teilnehmer ist das in den allermeisten Fällen eine Betriebseinnahme. Also schauen wir uns Martin Semmelrogge an. Der soll eine Gage von 130.000 Euro haben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es da einen Vertrag gibt zwischen RTL und Martin Semmelrogge und da drin steht, dass er für diese Show 130.000 Euro bekommt. Das heißt, am Ende nach der Show wird Martin Semmelrogge an RTL eine Rechnung stellen in Höhe von 130.000 Euro, wahrscheinlich plus Umsatzsteuer, und dann wird RTL dieses Geld überweisen. Und für Martin Semmelrogge ist das eine Betriebseinnahme, dann hat er natürlich in dem ganzen Jahr auch noch die Möglichkeit, andere Betriebseinnahmen zu haben. Er hat noch eine ganze Reihe an Betriebsausgaben, vielleicht einen Firmenwagen, vielleicht ein Büro und so weiter. Kann das alles abziehen, am Ende hat er einen Gewinn und dann muss er diesen Gewinn ganz normal als Einkünfte aus selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit versteuern. Die Gage ist also relativ einfach. Die Gage ist auf jeden Fall steuerpflichtig. So ganz eindeutig ist das bei dem Gewinn aber nicht, weil alle Teilnehmer werden auch eine Klausel in ihrem Vertrag haben, dass sie bei dem Gewinn 100.000 Euro bekommen. Also das ist das Preisgeld, was ein Teilnehmer beim Dschungelcamp gewinnen kann. Und vielleicht weißt du es ja, Einkünfte aus Glücksspiel sind steuerfrei. Das deutsche Einkommensteuergesetz kennt 7 Einkunftsarten und Glücksspiel ist nicht erfasst. Wenn du also im Lotto gewinnen solltest, dann musst du auf diesen Gewinn tatsächlich keine Steuern bezahlen. Und die große Frage hier in diesem Zusammenhang ist immer, wann ist etwas Glücksspiel und wann ist etwas, ja, ich würde mal sagen, strategisches Glücksspiel. Also wann steht das Glück im Mittelpunkt und wann kannst du durch dein Verhalten, durch eine Strategie, durch Erfahrungen, durch dein Auftreten eventuell den Ausgang des Glücksspiels beeinflussen. Und auch genau da macht das Finanzamt den Unterschied. So die absoluten Grenzfälle ist zum Beispiel Poker. Es gibt viele Leute, die sagen, Poker ist reines Glücksspiel. Dann gibt es aber schon Leute, die Gewinnwahrscheinlichkeiten berechnen. Die wissen, wie sie sich verhalten müssen an so einem Pokertisch, um ihre Gewinnchance zu erhöhen. Und dadurch ist das kein reines Glücksspiel mehr, weil ein Pokerprofi wird zumindest auf die lange Perspektive mehr gewinnen als ein kompletter Anfänger. Und das Gleiche geht auch zum Teil in Casinos. Das heißt, auch im Casino kannst du mit einer Strategie reingehen. Und dann sagt man, naja, dann ist das auch viel Strategie. Dann ist das kein reines Glücksspiel mehr. Und das führt dann dazu, dass die Gewinne, beispielsweise aus Poker, wenn du Pokerprofi bist, tatsächlich steuerpflichtig werden. Das sind dann keine Einkünfte aus Glücksspiel mehr. Anders ist der Fall übrigens, wenn Glücksspiel deine Selbstständigkeit ist oder Glücksspiel der Kern deiner Selbstständigkeit ist. Fragst du dich vielleicht, wer ist denn so doof und macht das? Hier ist dann doch der Shark, was ihr labert! Ihr Haters! Ihr habt keine Ahnung vom Geld! Naja, es gibt eine ganze Reihe an Casino-Streamern. Also, die spielen im Online-Casino und streamen das.
Das ist auf Twitch jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber das ist ein Geschäftsmodell, was du machen kannst. Du gehst ins Online-Casino, spielst da und streamst das und Leute gucken sich das an. Dann liegt der Fokus immer auf die Content-Erstellung. Das heißt, ich streame ja und der Inhalt ist das Glücksspiel. Das bedeutet, dass das Glücksspiel wichtiger, zentraler Bestandteil meiner Selbstständigkeit ist. Das führt dann auch dazu, dass mögliche Gewinne in diesem Casino nicht mehr steuerfrei sind, weil das kein Glücksspiel ist, weil das eine nachhaltige Tätigkeit für mich ist. Das heißt, die Gewinne von Casino-Streamern sind nicht steuerfrei. Allerdings können sie die Einsätze, die sie in diesem Casino einsetzen, das Geld, was sie ausgeben, das könnten sie dann als Betriebsausgabe tatsächlich absetzen. Aber kommen wir zurück zu den Fernsehformaten und zum Dschungelcamp. Können auch hier Wer wird Millionär oder Big Brother oder was auch immer nehmen. Immer dann, wenn du an einer Fernsehsendung teilnimmst und da Geld verdienst, dann ist das Ganze tatsächlich nicht steuerfrei, weil du durch dein Verhalten in der Regel den Ausgang beeinflussen kannst. Und so ist das ja auch im Dschungelcamp. Da nehmen die Leute teil, die unterhalten sich und wenn jemand besonders unterhaltsam ist, dann steigen die Chancen da zu gewinnen. Und wenn du halt besonders langweilig bist, dann steigen die Chancen früh rauszufliegen und dich quasi für den Gewinn zu disqualifizieren. Das heißt, solche Gewinne aus Fernsehformaten sind eigentlich grundsätzlich steuerpflichtig und damit natürlich auch der Gewinn aus dem Dschungelcamp. Nur weil nur eine einzige Person von den 12 Teilnehmern am Ende den Gewinn von 100.000 Euro bekommt, bedeutet das nicht, dass das automatisch steuerfrei wäre. Besonders böse wird das übrigens, wenn kein Geld gewonnen wird. Also wenn du in solchen Shows etwas anderes gewinnst als Geld. So gab es zum Beispiel über viele Jahre hinweg so Renovierungsshows, zum Beispiel Zuhause im Glück. Diese ganzen Shows haben im Wesentlichen immer nach dem gleichen Format funktioniert. Da gibt es eine Familie, die ist finanziell so ein bisschen klamm, die wohnen in einer Wohnung oder in einem Haus, das schon sehr heruntergekommen ist und ja, die Wohnsituation ist nicht besonders schön. Die können sich dann bei dieser Show bewerben und dann rückt da ein Fernsehteam an, die Familie zieht für eine Woche, für zwei Wochen ins Hotel und das Fernsehteam macht dieses Haus richtig schön. Es wird renoviert, teilweise saniert, neue Möbel rein, dekoriert und so weiter. Und dann kommt nach einer Woche die Familie zurück in das tolle Haus, freut sich, Show fertig. Das Problem ist, auch hier gibt es Urteile, denn das Finanzamt ist in solchen Shows angekommen, hat gesagt, das Haus hat am Anfang einen Wert von beispielsweise 300.000 Euro und am Ende einen Wert von 500.000 Euro. Das heißt, diese Familie hatte jetzt ja eine Vermögenssteigerung, also ein Einkommen in Höhe von 500.000 minus 300.000 in Höhe von 200.000 Euro. Also, liebe Familie, versteuert bitte diese 200.000 Euro. Da ist man meistens schon bei einem relativ hohen Steuersatz, aber wenn wir von 30% ausgehen, dann sind das 30% von 200.000 Euro. Also, liebe Familie, 60.000 Euro Steuern bitte. Was natürlich echt blöd ist, weil hätte diese Familie 60.000 Euro gehabt, dann hätten sie am Anfang ja schon ihre Wohnung oder ihr Haus renoviert gehabt und hätten gar nicht an dieser Show teilnehmen müssen. Das ist leider so ein bisschen blöd und es führt leider dazu, dass viele Teilnehmer in diesen Sendungen anschließend ihr tolles neues Haus verloren haben. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass aktuell diese Shows gar nicht mehr produziert werden, weil für alle Familien ist das eine riesengroße Gefahr, an diesen Shows teilzunehmen. Ich rede jetzt relativ viel über das lineare Fernsehen. Das gleiche gibt es aber tatsächlich hier auch auf YouTube. Und zwar gibt es einen relativ großen und bekannten YouTuber, MrBeast. Ist, glaube ich, der größte Einzel-YouTuber, hat über 100 Millionen Abonnenten und der macht regelmäßig so Challenges und so weiter. Und in diesen Challenges kannst du zum Beispiel eine Privatinsel gewinnen. Und was passiert, wenn du so eine Privatinsel bei MrBeast gewinnst? Naja, auch dann musst du Steuern bezahlen. So ist das zum Beispiel bei Chandler gewesen. Chandler gehört ja so zum Team von MrBeast und der hat in so einem Game tatsächlich eine Privatinsel im Wert von 800.000 Euro gewonnen. Und auch da ist das Finanzamt bei ihm angekommen, hat gesagt, Chandler, du musst 800.000 Euro versteuern. Was bedeutet das? Chandler musste die Insel verkaufen, um die Steuern zu bezahlen. Only reason I couldn't keep the island, guys, I couldn't keep it, is because of taxes. The government will make you pay taxes on something you could get for free. Und das Blöde ist, Chandler hat ziemlich sicher keine 800.000 Euro für die Insel bekommen. Weil wenn das Finanzamt schon anklopft und sagt, ich brauche meine Steuern, dann musst du jetzt handeln. Das heißt, du musst diese Insel so schnell wie möglich verkaufen und so häufig werden Inseln nicht gekauft und verkauft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er sie für deutlich weniger verkauft hat, um dann die Steuern zu bezahlen. Ja, am Ende hat er ein paar Euro behalten, aber Sachgewinne sind wirklich unattraktiv. Ich hoffe, in diesem Video konntest du etwas lernen. Und wenn du mal an einer Gameshow teilnehmen solltest, bei Big Brother oder im Dschungelcamp oder bei MrBeast, und du eventuell ein Haus oder eine Privatinsel oder ein Luxusauto gewinnst, denke immer daran, auch das muss versteuert werden. Und zwar meistens so zwischen 30% und 50%. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr über Finanzen, Buchhaltung und Steuern lernen möchtest, dann abonniere diesen Kanal oder schau eins dieser Videos.